Ja, ich freue mich hier heute Abend in Irsch zu sein. Ich komme aus Köln und es ist mir eine wahre Ehre, die Karnevalszeit hier in Trier zu verbringen. Wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich der Andreas mehr oder weniger dazu gezwungen. Nein, Spaß beiseite, ich bin jetzt seit fast 18 Jahren hier in Trier und ich freue mich immer wieder, wenn ich die Bitburger hinter mir lasse, wenn ich von Köln komme, die Straße runterkomme, die 51, schau auf das Städtchen, was an den Hosen liegt, dann kann ich mit Stolz mittlerweile sagen, ich komme nach Hause. Gerade auch, weil mein Sohn ein waschechter Trierer Tarforster ist. Ja, ich bin hier heute Abend in Irsch und Andreas sagt, Tindus, was machen wir? Macht man Karneval hier? Und ja, was macht man da? Da frage ich, was ist denn das Thema? Ja, Asien. Ich sage, ja, wow, da habe ich ja direkt tausend Ideen im Kopf, was man da machen kann, wenn ich erstmal gar keine. Also haben wir uns entschlossen, letzten Sommer zu dritt mit Johannes Heiser und mit Andreas Heiser eine Forschungsreise nach China zu machen. Ja, 3 Monate haben wir uns einer archäologischen Gruppe angeschlossen, um die Kultur erstmal zu verinnerlichen. Na, wir haben sogar was gefunden, eine alte Gebetstafel mit Zeichen, die von der Größe und der Länge her zu dem passen könnten, was wir hier heute Abend machen. Dann haben wir die teuer übersetzen lassen. Ja. Und es ist eine Art Mitmachlied daraus geworden. Und dafür brauche ich jetzt erstmal hören, wie klingt denn hier der Applaus heute Abend in Irsch? Leute, ich komme aus Köln, war das alles? Wie klingt der Applaus in Irsch? Ja, die haben euch ganz klar geschlagen. Wie klingt ihr zusammen? Das ist eine Basis, um anzufangen. Also, das ist ein Mitmachlied. Und da brauche ich eure Unterstützung, sonst guckt mich meine Frau heute Abend nicht mehr an. Es ist ein Wiener Walzer. Das heißt, ihr könnt mitschunkeln. Der klingt auf der Gitarre ungefähr so. Könnt ihr die Gitarre hören? Da antwortet man mit Ja oder Nein. Könnt ihr die Gitarre hören? Sehr gut. Und Wiener Walzer, da kann man zu schunkeln, sollen wir mal ausprobieren. Ja, nutzen Sie die Chance. Ja, super. Die erste Strophe beginnt mit einem Satz und das letzte Wort dieses Satzes müsst ihr ganz laut mitgrölen. Das klingt dann ungefähr hier so. Das kennt doch jeder am Morgen. Es ist dasselbe Spiel. Warte mal ein bisschen mal. Das war für die Anfänger, jetzt machen wir nochmal. Das kennt doch jeder am Morgen. Es ist dasselbe Spiel. Aha, so, das haben wir schon mal kapiert. Jetzt möchte ich Sie mal bitten aufzustehen, alle. Da geht das Gucken auch noch besser. Nehmt dich an den Händen. Viele Leute fragen mich, wie kann man so viel Text auswendig lernen? Und das bringe ich Ihnen jetzt bei. Und zwar nennen wir jetzt den Refrain. Das wird ein riesen Gaudi. Es ist ein verdammt schwerer Text, aber ich versichere Ihnen, ihr werdet den gleich können. Der Refrain geht so. Nehmt euch an den Händen, schließt die Augen und memorisiert. Unser lieber netter Kellner. Der bringt uns 1, der bringt uns 2, der bringt uns 3. Aha, wenn ihr jetzt noch die Strophe mitsingt, dann haben wir schon mal den ersten Sack gemacht. Also. Und so. Ja, ihr wart schon letzten Samstag hier, sehr gut, also. Unser lieber netter Kellner. Der bringt uns 1, der bringt uns 2, der bringt uns 3. So, nochmal zum Anfang. Also. Und jetzt hier. 1, 2, 3. Sehr gut. Der zweite Satz der Strophe ist noch viel schwerer. Der geht so. Unser lieber netter Kellner, der bringt uns 4, der bringt uns 5, der bringt uns 6. Unser lieber netter
7, bringt uns 8, der bringt uns 9! Ihr habt's drauf, Leute, es geht los. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als meine Mitstreiter hier auf die Bühne zu bitten. Das sind zu meiner Rechten Kalle Konz. Wie war das mit dem Applaus in euch? Und meine Wenigkeit, Johnny Tapfrost. Und zusammen sind wir die Porta Boys. Wo seid ihr? Achso, da fällt mir noch ein. Der Refrain beginnt mit einem sehr langgezogenen Es beginnt mit dem Schuh. Das sieht gut aus. Das kennt doch jeder am Morgen. Es ist dasselbe Spiel. Der Wecker macht uns Sorgen. Denn Wecken ist sein Ziel. Alles, was du schaffst, damit du am Ende vom Monat wieder kein Geld mehr hast. 5 Tage in der Woche, 8 Stunden sind normal. Dazu die Überstunden, das ist dem Chef egal. Und dann